Digga. Willkommen zurück im neuen Vlog von Money Upbelt. Mit Max Werner. Right aus seinem Container. Ja, so weit. Ja, natürlich im Sand. Moin Werner. Schöne Liebeshöhle hat da der Kleine. Der Kleine Werner. Übrigens, ein Freund von mir. Hallo Werner. Ja. Ordnung nicht da, aber egal. Weißt du, was auch nicht normal ist? Junge, deine Ordnung hier vorne, Alter. Ich komm hier rein und fall fast über 800.000 Schuhe. Ja, ich weiß. Voll geil, ey. Das macht richtig Spaß, mal nach Zahlen. Das ist meine neue Schule. Du solltest mal lieber zur Schule. Deswegen habe ich mir das iPad gekauft, Digga. Das. Also das Malrechnen, bitte, hast du gegen Lotta verloren. Ja, sie misst das. Hier voll geil. 7 mal 7, Junge. 49, wisst ihr. Ja, 9 mal 9 war auch schwer, aber das hast du. Ja, jetzt weiß ich's. Wie viel ist es? 3 Wochen später. 81, Digga. Ja, Junge, wir rechnen in meiner Schule nur mit Taschenrechner. Sowas gibt's nicht im Kopf. Ja, heutzutage gibt's keinen Kopf. Welchen Tag haben wir heute eigentlich? Montag. Und Mittwoch gehen wir crossen. Oh. Ja. Hast du Bock? Safe, Digga, immer. Ich bin hochmotiviert. Ja, ich auch. Ich auch, aber du bist doch auch genauso hochmotiviert, deinen Stall hier aufzuräumen. Naja, das ist eine Sache, ne? Willst du eigentlich ein Intro machen? Was für ein Intro? Na sagen, yo, was geht? Ich bin der Max. Warte. Und jetzt seht ihr mich. Ja, das muss hochprofessionell kommen. Halt einfach ein Intro. Willkommen zurück oder so. Okay. Warte. Am besten ist, du schmeißt die Decke hoch und dann, wenn sie runterfällt. Ja, warte, sonst noch ein bisschen, Digga. Lass mich noch meine Sonnenbrille aufsetzen. Für die Chayas. Okay. Warte. Noch Basecamp. So, weißt du, es muss alles sitzen, so. Warte, du musst so von draußen kommen und dann okay, mach ich muss. Okay, ich komm von draußen. Ich muss einfach die ganze Schuhe wegräumen. Das hat jetzt nur eine Minute Zeit. Ja, klar. So. Wo fahren wir jetzt hin? Gameboys, Digga. So, wir haben genau. Boah, schwer mit der Kamera und fahren. 30 Grad, ich weiß nicht, ob man es sehen kann. Sieht man doch. Maschinos, ja. Wir sehen uns dann im Mike so gleich im Loch. Saustaubig, Junge, ey. Saustaubig im Loch, ey. Oh, brutal. Erklär doch nochmal bitte für die Zuschauer, wie man sich fühlt, wenn man mit der 125er in zwei Turns zwei Kupplungen verbrät. Also, wie Paul Zionas, würde ich sagen. Ich sage euch so, was ist. Ich habe mich gefühlt wie ein Werksfahrer. Ich habe die Bude um den Parcours zittern lassen. Ja, man hätte gar nicht filmen können, weil ich so schnell war. In den Kurven, ich hatte eine Schräglage und immer mit der Kupplung die Bude immer rausgerettet aus den engen Kurven. Immer rap, rap. Paul Zionas, hier sitzt er. Ja. Nee, Digga, du darfst nicht hier. Junge, ich hau dir gleich auf die Fresse. Ich bin überall VIP-Mitglied. Ich bin jetzt Mitglied hier. Ja. Bin gespannt.
gespannt, ey. Pauls Jonas. Jawohl, Freunde, 36 Grad hier in der Bude. Im Loch von Grevenbroich. Das fetzt heute. Der Planet brennt richtig. Eine Runde bin ich nicht mitgefahren. Ja, ja. Ich kenn solche wie dich. Naja. Du hättest wahrscheinlich erst meinen Helm abgesetzt. Nee, nee, das macht er nicht. Wissen stimmt. Junge Lommel, letzte Woche Freitag. Ging seine Karre kaputt. Und dann hat Crispo ihm Kupplung gemacht und hat er von uns die Zeiten genommen, weil er stand da oben. Brille auf, Helm auf, nee. Und immer so. Mit Helm und Brille, Junge. Ja, stand er da oben. Ja. Mm-hmm.
Kannst du die erste 53, die zweite 51. Ja.